Ich hab nicht, dass du gegen ganz viele Mantis mit Boarding und Dings ankämpfen willst. Ja, also Engie. Schneidest du immer noch die Parts direkt oder nachträglich? Ich hab gerade geschnitten. Ah, okay. Siehst du an der kleinen... Ach, die siehst du gar nicht mehr. Haha, das ist nur das Fenster. Ja, weil ich habe ist doofer. Ja. In Ordnung. Hey, Store. Oben ist mehr Angebot. Komm mit, kauf it, staun it. Ach, ja. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Das ist euch ein bisschen durch. You come across a large trade station. However, as soon as you approach, a warning goes off to all ships in the region. Do not associate with the Federation sympathizer. All who oppose the rebels will be punished. Search among the stores to see if someone will sell to you. Leave. Or, mind control, alter the announcer's opinions. You look at the source of the announcement and convince the speaker to resign? Resigned, yeah. His previous statements. Hopefully you will have enough time to shop before he can figure out what just happened. Maria. Ich finde das so gut. Dieses breaking every wall. Kein Geld für gar nichts. Ich hätte die Beam-Weapon hasse ich, aber ich finde die Beams ekelhaft. Die Beam-Drohnen, die... Deswegen darf ich einen verkaufen. 52. Kann ich mir davon irgendwas leisten? Ja, Maria Waffe. Kann ich mir holen. Oder eine Waffe. Eine Waffe. Power 1. Ich mag den Heavy Laser, ja. Ja, hätte ich ein bisschen was mehr zum Damage pushen. Dann... 9 Sekunden halt, ne? Und du hast momentan echt nicht genug Geld, um deine Waffen zu upgraden. Also, egal, also ich Maria. Ich einen Blast raus. Ich habe ja 3 davon. Du hast aber keine Energie und keinen Waffenplatz mehr. Ich schmeiß einen Iron Blast raus. Ich hab ja 3 davon. Die sind alle nicht an. Es geht um den Energiepunkt. Ach so, das und den Geld, den die Waffenenergie kostet. Ist egal, kaufen kann man trotzdem. Ja gut, wenn du willst. Ja. Du wirst eine ganze Weile erstmal nicht nutzen können, mehr wollte ich nie gesagt haben. Ja, aber... Da wäre Maria praktischer gewesen. Vor allem, weil sie Waffen-Skill schon hatte. Egal. Wie sieht mein Waffenskill momentan eigentlich aus? Dein Waffenskill ist mäßig. Eben, so halb. Dann bin ich der bessere Parierer. Store. Schön. Ah, ich bin vielleicht Kram kaufen sollen. Ach, was soll's. Ein Outrider. Na dann. Mit der Flak. Geil. Unangenehm so. Ach, du hast einen Mind Controller und hast noch nicht mal die Sensoren. Ja, hab ich auch gemerkt. Du könntest, weil momentan brauchst du es eh nicht unbedingt, Markus so lange an die Sensoren stellen, dann könntest du sehen, wie du Mind kontrollieren kannst. Nur so, nur ganz kurz. Bis du dir die Mind Control ausgesetzt hast, reicht ja schon. Oh. So. Wen haben wir da schon? Ist da mal Rock? Zwei, das sind NGs. Das sind NGs? Okay. Ja, sehen Sie. Den Schildkerl, ja. Auf jeden Fall den Schildkerl. So, und ja, jetzt kannst du Markus auch wieder rausnehmen. Ja. Bitte. Und einmal quer durch. Ja. Nope. Nee, delayed, weil der andere Case runtergeht und seinen Kumpel schlägt. Rollfreundlich. Du kannst einfach wirklich warten, bis der Pikeman geladen ist. Ja, oder ist das passiert? Ja, der Pikeman ist geladen. Jo. Long Range Scanners, okay. Du hast aber auch Glück, ne? Jo. Pausieren. Ja, ja. Lüften. Jetzt finde ich den Spruch allerdings nervig, obwohl ich ihn selbst das letzte Mal noch gebracht habe. Was? Lüften. Und springen, sobald es geht. Ist mir schon klar. Ganz hinter bin ich auch wieder nicht.
Jo. Was für ein Schiff? Nicht, wenn ich nur Hälfte von Sauerstoff habe. Ja. Boah, das habe ich noch nie gelesen. Moment. Das ist mir noch nie begegnet. Ja, Bug ist sehr weit genommen. Wenn? Eine Mann, das ist meine Funktion. Doch, ich hab's doch schon gekannt. Aber klar, ne? Mhm. Bug. Es ist ja ein Bug. Jo. Käfer. Eben. So. Viel, viel Geld. Deswegen, mein Controller hat so viele nützliche Nutzen. Sensoren. Und... Wenn du mich fragst, Türen. Ja, die sind auch ganz gut. Also wenigstens auf zwei die Türen zu haben. Ich hatte die eigentlich immer auf eins, weil ich recht früh einen Crewmember habe, den ich da hinstellen konnte, aber... Ja. Schilder reparieren. Ja. Ich hab die meisten. Ja, gut. Der Unterschied ist jetzt marginal. Was machen wir jetzt seit? Kann ja ruhig durch das ganze Schiff laufen, wieder zurück. Mhm. Ja, kein Stress. So. Saft bitte aus den Engines raus in. Genau. Ja, schon klar, schon klar. Ja, so klar war die erst nicht. Aber eigentlich, ja gut, mein Konto kann ich jetzt verständigen, von daher passt. Schiff, so. Hab ich kein Problem mit. Huch! Ah, okay. Gut. Ja, den Sprit will ich auf jeden Fall mitnehmen. Eben. Ich will dich auf nichts hinweisen, aber... Ja, ich weiß selber, dass ich wenig Sprit hab. So, hier rum, darum, darum, hier, ja, passt. Ist alles noch im Rahmen. Gut. Damit hat sich das erledigt. Du hast so ein... Das Glück ist für den Dummen, ne? Hey. Könnte es... ein Problem werden? Nein. Danger. Mhm. Ach ja. Mein war jetzt auch irgendwie klar, aber hey. Du bist eine komische Drohne. Okay, okay. Ist das eine Repair-Drohne? Ausgeschaltet, ja, ich kann nur einen angeschalteten Tool. Von den Waffen her gesehen würde ich fast sagen, neben den Waffentypen. Ein Heavy Laser oder so. Hm? Ja, und eine Teleportier-Drohne. Heavy Laser macht immer 2 Schaden an deinem Schild. Ja, gut. Vor allem kein Kümmerz. Eben. Okay. Episch. Was bist du? Bist du Level 1 oder Defense 2? Defense 1. Nicht. Toll. Das wird Defense 1. Das sehe ich. Was siehst du woran? Am Aussehen. Ach so, ja. Defense 2 sieht anders aus. Gut. Makes sense. Lül. Sehr nice. Lül. Ja. Na komm. Ich sag dir. Stopp. Genau. Nimm vielleicht diesmal den einfach an den. Genau. Schilden. Ja. Vielleicht rennt da ja jemand hin. Genau. Jo. Wunderbar. Nimm die Kamera unten noch mit. Sauerstoff so. Oder was meinst du? Nee, setz tiefer in der Kammer hier an, dann, genau, dann hast du eine Kammer mehr. Die du, genau. Ja, die ist schon delayed, keine Sorge. No, you don't. So, jetzt können die mir auch nichts mehr. Das ist leider ziemlich langsam trotzdem noch.
Mhm. Stopp. Und Pike Beam. Ja. Ah ne, das ist Kettenschaden. Oder was wie was. Hm, was soll's. Hm? 5-5-22. Sieht gut aus eigentlich. Also es ist weniger Scrapper, als du kriegen würdest, aber Sprit ist vielleicht keine schlechte Idee. Ja, Raketen zum Tauschen und so weiter ist immer gut. Würdest du vielleicht nochmal gleich ganz kurz drüber hovern? Über die Waffe wie die Chain Link, den habe ich nicht gelesen. Chain ein. Nee, Improved ist wirklich schießt schneller. Offiziell. Okay. Ach nee, Damage. Ja. Die Damage wird erhöht. Mit jedem Schuss. Was eigentlich ziemlich gut ist. Ja, klar. Gerade für so ein gewisses Flaggschiff. Mhm. So ein Flaggschiff. Du kannst Schilder auf 4 haben und ein Soldatenschild. Das ignoriert diese Quest einfach. Die gibt dir die random Chance jedes Mal. Ich hab nichts gesagt. Ist dein Schiff. Jo. Ja, nö, passt. Du hast aber auch Glück teilweise, ey. Nope. Also, ging ja schon, aber... Ja, da muss ich einmal gegen Rebellen kämpfen. Nee. Müsstest du nicht. Obwohl, warte. Ach klar, wenn du am Exit ankommst dann, ne? Ja, ja, ja. Nö, ja. Ich bin Cheater, ich sehe die nächsten 3 Sprünge der Rebellen. Das hätte man sich auch so ausrechnen können, aber man ist ja faul als Mensch. Ja. And nobody cares. Chain Link schon mal ausrüsten? Nein, nicht Link. Es ist kein Kettenglied. Ich weiß auch nicht, warum jemand Link sagen will. Chain Laser kenne ich eigentlich auch nur. Chain L. Keine Ahnung, warum jemand Link denkt. Chain Link Laser. Jo. Lel. Wieso eigentlich? Was? Wieso eigentlich Lel? Weil alles. Wieso Lel anstatt LOL oder anstatt. Oder ja, einfach, warum ich es gesagt habe? Warum sagst keine du Ahnung. Was war da so lelig dran? Einfach so. Lel. Einfach so die Aussage, passt so gut. Prioritäten. Ich glaube, die können ich ja tatsächlich ausräuchern. Eventuell. Beziehungsweise, hey. Ich schaff's ja. Wie du dich ausräuchern kannst. Das ist eben das Beste. Du kannst einfach warten, bis die. Solange die sich nämlich gegenseitig klappen. Hütet mich das. Hat einer überlebt. Mit einem HP, okay. Wenn du jetzt den Pike Bean nimmst. Und den nur über diesen einen Raum fahren lässt. Jo, passt. Ach, der macht 2. Ach ne, ich wollte gerade sagen. Sah gerade so aus. Ja. Nö, nö. Repair Burst. Ja, danke. Freigeld! Freigeld. So, ich wollte mir irgendwas kaufen. Ich glaube, es war ein Waffenplatz. Vielen Dank für diesen Waffelplatz. Ja. Mein Kind. Was? Nichts. Soldaten. Otto und so. Ich habe mich nicht so intensiv mit Otto beschäftigt. Zumindest nicht in den letzten 3 Jahren. Ist auch älter als das. Ja, eh. Schade, dass ich die Kapsel nicht habe, ja. Das ist immer so. Man findet. Es gibt 3 Stellen, wenn man das findet. Man findet den entweder kurz bevor man das kriegt. Oder
an einem Ort, wo du auf keine Rock Homeworld mehr triffst. Oder kurz nachdem du es aus Versehen verkauft hast. Mhm. Auf jeden Fall ein Mantis nehmen, genau. Kurz sagen, wenn der Andy da jetzt hinrennt. Bei mir das wundervolle AI. Ja. Heavy Laser sofort? Ach nee. Das ist der zwei Schilde. Ja, ist egal. Ein Schild für einen Heavy Laser, ein Schild für einen Chain Iron. Ja klar, aber ich würde warten, bis der Chain Iron noch geladen hat. Den zuerst schießen. Wenn wir mal davon ausgehen, weil der langsamer ist. So. Jetzt. Ah, haben sie aber beide getroffen. Ein Wunder. Perfekt. Damit ist auch der Mantis tot, oder? Nein, nicht ganz. Aber gleich. Aber wenn der Ente dann überlebt, ist auch doof. Obwohl, den kannst du dann wahrscheinlich bis dahin immer Mind kontrollieren. Chainlink, Heavy Laser? Erst den Chainlink, dann kannst du den Heavy Laser direkt treffen. Und zwar auf den Mantis, der dann vielleicht stirbt. Ich glaub nicht. Dann geh auf die Waffen. Ja, ist dann der Andy dahin und. Hat sie den Pike Beam? Nee. Na, warte ich noch mit. So, passt. Okay, jetzt kannst du. Und ich kontrolliere jetzt aber den Angie, weil der dann klanglich mehr Leben hat, glaube ich. Oder war es erst bei Upgrade 2? Nee, war erst bei Upgrade 2. Okay, dann halt Mantis. Gut, das tut's auch. Egal, was du tust, du kannst ihn nicht ausräuchern, weil das wird überspringen und der nächste Schaden an einem System bringt die um. Jo. Hm. Das heißt, du hast gerade den Mantis dazu bewegt, sich selbst umzubringen. Ja, warte doch einfach ein paar Sekunden. Huch! Warum schon direkt ineinander? Achso, weil ausgesetzt hat. Ja, warte ich was. So. Lass sie einfach leiden. Eben. Asozial und unmenschlich. Tja, Angie. Waren sogar die Schilde wieder auf. Voll toll. Ich find's schön, wie sie kurz vorm Sterben immer nochmal zu ihrem eigenen Job zurückgehen. Immer. Mhm. Sei es jetzt wegen Feuer oder wegen Sauerstoff. Das Feuer ist aber auch sehr sozial gerade. Jo. War zu langweilig jetzt gerade, ne? Na, schade. Ich wollte gerade sagen, du hättest Glück haben können, dass der im Feuer stehen bleibt, aber nee. Daraus wird nichts. Oh. Aber gleich. Aber das hätte fast geklappt. Fast hätte es klappen können. Haben eine ganze Menge Scrap immerhin. Ja. Oh, und Hufs. Will ich mir davon was kaufen? Level 2 wäre ganz gut. Ich hätte jetzt gesagt, einen weitere Version Schild, aber hey. Müsste auch noch passen. 20, 30, von der Energie reicht das nicht mehr. Ja. Dann halt so. Stimmt, macht auch Sinn. Story, ja. Schön. Ist perfekt. Immer so. Immer wenn man ausgibt, geh unten rum. Store bringt dir ja nichts. Sehr netter Sprung. Jo, das ist ein schöner Tipp. Ja, nicht einen längeren Weg. Sprit habe ich ja genug. Jetzt noch mehr. Du hast irgendwie schon Glück mit den Sprüngen. Also mit einigen. Du findest doch viel Zeug. Ja, mit ein paar. Dafür war der Anfang ziemlich, ziemlich ekelhaft. Jetzt schau, wie du da durchgekommen bist, also halt die Klappe. La 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 la. Angespanntes Warten. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, die erst später zu kontrollieren. Wann du die kontrollierst, ist eigentlich egal. Weil wenn du die jetzt sofort kontrollierst, sind die ja schnell wieder aufgeladen. Bald. Ja,
Erst Chain, dann Heavy. Ja, ja. Und einmal volle Dröhnung. Du. Genau. Pling! Wer hat jetzt den Pling gekriegt? Ich glaub du. Nee. Nee, du. Ich. Nee. Und Markus. Und du. Ich und Markus und ich, jo. Ihr stand bei jedem Ausweichen beide an den Waffen, deswegen habt ihr gleichzeitig gelevelt. Kannst du auch auf Autofeuer stellen. Ja, könnte ich. So, und weil ich so ein netter Kerl bin, kann man auch... Ja, okay, ja. Ja, macht Sinn. Und nächster Pling. Nächstmal kannst du einfach warten. Oder? Nö, weil die sind alle halb tot? Ach nee, rennen da so zwei rein. Aber ich kann gleich wieder. Nee, warte einfach. Auf. Vielleicht verbrennen sie ja. Ja, aber. Achso, das stört die gar nicht. Okay. Nee, die haben was anderes zu tun. Weil ich meine, die können sich nicht heilen, also. Puff. Aber jetzt siehst du, ne? Jetzt macht der Chain Link 4 Schaden. Haut dir das Schild komplett raus. Oh, das Feuer ist aus. Ja. Ja, ist ja erstickt. Ja, normalerweise passiert mir das nie. Ja, okay, jetzt kannst du die auch alle kaputt machen. Nö. Ich ionisiere jetzt Sauerstoff schlicht und ergreifend. Chain Link? Laser? Okay. Dann nicht. Hau einfach den Heavy Laser drauf einmal, der macht auch 2 Schaden. Stimmt. Okay. Okay. Dann eben nicht. Egal wen. Ja. Ich will auf den mit den Waffen. Ja, zu spät. Wenn du jetzt mit dem Pike Beam jeden einzeln tötest. Ja, nee, das ist aber ziemlich aufwendig. Ja, aber es geht. Also den mit den in den Waffen würde ich vielleicht töten, weil der nervt. Der repariert nämlich gerade den Heavy Laser wieder auf. Stimmt. Na gut, schade. Macht jetzt nicht so viel. Und da gehen sie wieder zurück zur Arbeit. Ach, weil der Sauerstoff wieder ausgeht. Naja. Nein, du bleibst aus. So. Jetzt kannst du auch mal Mind kontrollieren. Den Kerl an dem O2 vielleicht, weil der reparieren will. Ja, der lebt nicht mehr lang, aber gut. Jo. So viel dazu. Aber es hat aber ein bisschen Zeit verbraucht. Hallo? Was? Die Eulen wollen nicht sterben, so. Jetzt sterben sie aber. Ging's, dann kann man nicht reparieren, was voll toll ist. Jupp, die sind gleich tot. Ja, jede Sekunde. Du kannst auch nochmal. Bumm. 4. Ich kann nochmal. Ja, tue ich jetzt auch nochmal. Ja, der Sauerstoff ist zurück. Schlecht. Es zieht sich. Alles ziehen wir durch. Ja. Oh. Breach 2. Kann ich bisher, glaube ich, nicht mal. Braucht auch nur fast 20 Sekunden. Jo. Chain 2 und so weiter. Ja gut, ich glaube, sie hat einfach nur mehr Crew- und Systemschaden. Mhm. Weil ich sehe. Gut. Nope. Die haben Asteroiden. Ja. Ey, Superschilde. Die haben Asteroide. Und einen Riesenbeam, ja. Ach so, der ist neutral. Ja, lesen. Töten.
Achso, die haben mir einfach sämtliche Daten gegeben. Okay. Passt. Müsste ich machen lassen. Beide also ein Distress kriegst du auf jeden Fall. Knack. Knack? Ja, das war mit beiden. So, ich habe 3 Sprünge Zeit. Dann kannst du beide Distress kriegen. 2, 3, ja. Gut. Jetzt wünsch. Ja, Distress ist besser. Shoppen kann ich noch anders. Kein Schaden, okay. Verteidigungssystem, ja, Ionenwaffen. Tschüss. Gut. Das war viel gratis Geld. Ja, zum Store hättest du es übrigens nicht mehr geschafft. Ja, ich hab's gesehen. Aber. Naja. Huch. Schon wieder. Improved, diesmal. Macht das besser? You locate the source of the announcement and convince the speaker to resign. In addition, he apologizes by offering complimentary supplies. Das ist das Neue. Jo. Richtig gut. Jo, ne? Mein Control. Okay, Leute, sorry, ich sag das auch nie wieder. Aber einfach ein Store und du hast 200 Scrap, das ist schon... Ja. Ich möchte eigentlich Clocking haben. Ja, Clocking dann... Ist auch cool, aber... Warte, du hast schon 3 Augmentations? Ja. Ach ja. Sultan Shields und... Die Longrange Scanners finde ich so unglaublich sinnlos. Ich meine, die sind gut, aber... Ja. Ich meine, wenn du schon... irgendwann Stealth willst, würde ich auch die Stealth Weapons mitnehmen. Die findet man nicht so häufig, finde ich. Das war einfach nur... Jo. Damit kannst du eben durch dein Cloaking durchschießen. Das ist in sehr vielen Fällen sehr praktisch. Ja. Kannst du den Soltan-Schild rausschmeißen? Sicher. Ich mag die Scanner eigentlich, aber naja, gut. Na, dann lass es. Zu spät. Dann nicht. Da fettens. Und Spritz. So, das ist das letzte. Ah ne, ich hatte noch eins, okay. Gut. Das tut's dann auch. Ja, ich hätte schon alle Augments durch. Also bis zum hier. Einen Platz hast du noch. Ja, sehe ich jetzt auch. Okay. Ich mag Hacking. Ja, Hacking ist schön. Sind schön zum Grundstück eingrenzen. Ach, eigentlich. So. Next Sector, Rock oder Civilian. Das heißt, theoretisch hätte ich jetzt hier sogar und... Bah. Nee, hättest du nicht, weil du brauchst eine Rock Homeworld. Ach, okay. Jojo. Ein Store. Naja. Später vielleicht. Stores findest du immer, wenn du etwa minus 12 Scrap besitzt. Nach monatelanger Wartezeit. Ja, toll. Moment. Hm? Rocks mit Cloaking. Ja. Das ist selten. Also das sehe ich wenigstens immer unglaublich selten. Schießen können sie trotzdem nicht. Doch, können sie. Tun das noch nicht. So. Mantis. Okay. Okay, dann erklärt es vielleicht. Schilde, Waffen? Schilde. Wie es scheint. So, Hacken? Ja, Drohnteil habe ich genug. Warum nicht? Ja, Waffen oder Cloaking? Aber da würde ich fast sagen Waffen, weil Hacken geht auch übers Cloaking. Ich hätte jetzt hier Sauerstoff genommen, ne? Kannst du auch, aber... Mit Hacking, ich glaube, mit Hacking 1 reicht es nicht, um die komplett auszusaugen, oder? Stimmt. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, weil ich auf Hacking 1 noch nicht versucht habe, Sauerstoff zu machen, aber. Nee, brauchst schon 2, hast recht. Bin ich mir nicht sicher.
Und auf jeden Fall Waffen, einfach wegen der Missile. Jo. So. Bip. Will ich jetzt schon absaugen? Du kannst ja auch die Ladung aus den Waffen raussaugen, das ist es ja. Ja, das ist es halt eben. Dann warte noch ein bisschen, bis die Ladung fast voll ist. Der Mal braucht noch eine Weile. Jetzt. Bevor der Triple Laser schießt, genau. Bevor der Triple Laser schießt. Gut, hat jetzt nicht so viel gebracht, weil er hat Stufe 1. Hält die 5 Sekunden lang auf. Jo. Sogar mehr ist das. Die sind schon fast tot, das ist gut. Der Mantis, ey. Ja, aber da hast du ja Stufe 2, dadurch ist es ein bisschen stärker. Ne, er ist aber trotzdem noch Stufe 1 gepowert gewesen. Oh ja, sehe ich auch gerade. Heavy Laser auf denselben Ort, oder egal wohin, weil ja Schild und so. Jo. Ah, schwarz feiert. Und jetzt einfach über beide Mantis drüber, genau. Und den unten den Raum kriegst du unten noch. Jo. Ja. Mm. Mistschild. L. Weil du so lange gebraucht hast. Aber irgendwas machen die halt kaputt. Ich hör's. Tach, erklär dich, du bist nicht mehr kontrolliert. Eigentlich. Leben 1. Ja. Kannst die Waffen nochmal aussaugen, genau. Kommt ja auch nicht durch. Achso, der will da rein. Ah, das waren die Geräusche. Okay. Ups. Wen willst du töten? Ne, also ihn kriegst du nicht tot. Du kriegst den Engie tot. Was für ein Engie? Den Mantis oben in den Waffen kriegst du tot. Ja, den mit einem Leben. Gleich kontrolliert gehabt eigentlich. Das wieder offen. Warum würdest du den mit einem Leben kontrollieren? Nein, ich meine den da unten. Ja, dann... Ja, mach das. Aber der hat okay. Halt noch 85, deswegen so. Da okay. Ist rein. Dann kontrollieren jetzt, bevor der Schild, bevor was passiert. Jo. Ist ein Schuss. Bug, weg. Nicht drauf geachtet. Getting wrecked hier. Krankungsreparier. Hätte die Waffen vielleicht mal stören wollen. Ja. Kannst du auch jetzt noch? Ja, nee. Bringt mir doch nichts, machen wir schon geschossen. Ja, aber bevor sie wieder schießen. Ansonsten, du hattest gerade eben alle Zeit der Welt. Genau. Uff. 3631, kurz bevor der letzte Crewmember stirbt? Hm? Nö. Genau. Ich will nur gerade wissen, wo ist gerade der letzte Mantis auf dem Schiff? Werden wir gleich sehen. Repariert wird garantiert irgendwas. Uch. Achso, da ist ein Breach drin. Okay, das wird dead. Spät. Ich hab's aber auch nicht gesehen. Was daran liegt, dass ich keinen Ton habe. Das ist. Ja, gut, ne? Komm, Markus, weg. Vielleicht solltest du sie lieber kaputt machen. Du bist gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Okay, das erklärt's. Warum bin ich gestorben? Weil du im Führerhaus sitzt. Ja. Ja, ich. Wie wär's, wenn du ihn einfach doch sofort killst jetzt, weil. Na, jetzt auch keinen Bock mehr. Theoretisch, wenn du Pike Beam nur in die Waffen machst. Ja. Genau, Pike Beam nur in die Waffen und dann den Mine kontrollieren. Weil der natürlich rein kann. Er kann da rein, weil das halt gerade nicht aktiv war. Schlecht aus.
Dein Sauerstoff ist aus. Ja, ist egal. Nee. Nicht egal. Wenn du dein Schiff ausleerst und du deinen Sauerstoff hast, mit 20%, mach den Sauerstoff jetzt wieder an. Ganz einfach. Beschleunige einfach nur das Entleeren hier. Nebenbei, du hast es geschafft. Jo. Es war es nicht wert. Die Rakete trifft einfach noch. Ja. Ja, das auf. Also hier, das Angebot war gut. Eigentlich. Wenn man jetzt mal den Vergleich sieht. Ja. Ich werde einfach nochmal das Hacking anmachen, einfach weil es geht. Weil es nicht so viel tut. Da waren es nur noch zwei. In Sektor 4? 5, glaube ich. Ne, müsste 4 sein, glaube ich. Willst du mich heilen? Gleich sehen. Ja. Du hättest doch Maria kaufen sollen. Ich hätte Maria kaufen sollen. Jo. Nun den. Auf zum Laden Personen kaufen? Erst machen wir mal hier lang. In Hoffnung noch was Schönes zu finden. Jo, zum Beispiel. Sollte ein Schild und zwei Schilde. Ich hatte auch noch vor, dich vor der Kanone zu warnen. Und den beiden Iron Blastern. Nur den Happy Laser, ne? Naja, ja, ich überleg grad. Ich möchte 15 hier noch machen. Ja. Meine Kontrolle geht hier durch nicht. Hacken kann ich dadurch, glaube ich, oder? Gucken. Nö. Nope. Na, so gut wie weg. Könntest aber den Pikebeam draufjagen, dann wär's weg und dann könntest du schon kontrollieren und alles. Ja, stimmt. So, und hier sofort, genau. Mal schauen, Minimaler, Diamantis. Genau. Kontrollieren die Waffen, würde ich in dem Fall wirklich sagen. Oder ja. Die Schilde? Ja. Ne, die Schilde kommen hier von dem was durch. Bevor die Kanone nächstes Mal schießt, würde ich sagen, erst wieder einsetzen. Nö, die geht jetzt nur auch auf Null. Ja, eben. Aber nur auf Null. Da wäre noch mehr runtergegangen. Ja, 2%. Außerdem werde ich ja so nicht ionisiert. So. Pikebeam. Pikebeam. Unbedingt über die Waffen. Kriegst du? Ja, die Führer kannst du noch mit. Und die Schilder sogar. Nice. Naja. Gut, stößt uns auch. Warum ist die Engine jetzt? Ach so, die ist gestunt. Okay. Zwar 1,30 ist relativ wenig. Ja. Wir machen können die auch nicht mehr. Eben. Ja, 2,256. Und noch mehr. So. Ich finde übrigens dein Vertrauen super, dass du einfach Krankus jetzt sofort deinen Job übernehmen lässt. Ja, warum auch nicht, ne? Ich mein, du bist ja schon an den Waffen dran. Naja. Recht einsam ohne dich. Tja. Was würdet ihr beide ohne mich tun?
Die Frage ist wohl eher, was tun wir beiden gerade ohne dich? Auf von den Posten stehen, das tut ihr gerade ohne mich. Ja. Das ist aber nicht schuld, dass du weg bist, sondern das war von Anfang an klar irgendwie. Ja. So, Stor. Ist jetzt genug Geld.